Fähiger gegen Verwehrungsangriffe. Wir machen das mal so. Der kriegt die hier. Ja. Die machen wir mal Transfer nach dahin. Und den rüsten wir mal aus. Das haben wir doch eigentlich alles. Ich glaube mal sagen, oder? Ja, da können wir wieder runtergehen. Kann ich denn mir bestimmt den Kopf einstoßen und nicht teleportieren? Habe ich schon fast gewusst. Dass das nicht funktioniert. Naja, ist ja nicht schlimm. Aber auf jeden Fall geil gemacht, dieses Rätsel. Knifflige Sachen sind schon immer schön. Kann man ein bisschen mitdenken. Nicht so dieses plumpe Kämpfen hier immer, was auch manchmal da ist. Einfach so ein gemütliches Beisammenrätsel. Schau gerade schon auf Uhr, 32 Minuten. Angenehme Zeit. So, jetzt versuchen wir mal schnell. Ja, ich würde behaupten, da ich keinen Bock habe zu kämpfen, nehmen wir einfach das Team, ne? Können wir eh gleich wieder zurück uns porten und uns wiederbeleben. Oh, 5, 6. Dafür 119 ins Gesicht. Okay, der auch down so schnell. Na, wie gesagt, irgendwas mit 200 hat er ja. Kriegt halt noch eine Faust ins Gesicht, eine Steinfaust von dem, von der lebenden Statue auch. Geht's nach unten? Zack, komm weg. Komme ich jetzt irgendwie schneller raus? Ah, da. Oh, schnell Angriffe. Den kriegen wir also auch locker, flockig Twitch. Ist auch noch ein Hebel. Ah, da geht's raus. Dachte ich, muss jetzt irgendwie die Statue hochschieben oder so ein Quatsch. Ah, hier konnte ich noch nicht draufschieben, deswegen. Starkhilfe. Normal müsste ich jetzt eigentlich hier mich teleportieren können. Ich bin ja am freien Himmel. Jetzt gehen wir nochmal hin. Alexandra, sag mir null. Ah, vielleicht weiß er was. Oder sie oder er, der Junge mit dem Hund. Der Hund ist mir auch noch ein bisschen komisch. Sir Leopold. Ob's vielleicht der Vorbesitzer ist oder war. Oh, was für ein Witzbold. Alexandria. Meine, das, die Stadt hieß Alexandria und die hab ich, glaube ich. Teleportation Alexandria wäre das nächste. Baccarat. Akko. Ja. Wäre Alexandria, ne? Fuh.
Da vorne können wir pennen. Warte mal. Ach, ich drücke was Falsche. Ich will doch gar nicht. Ich will das drücken hier. Ich werde die Leute hier wissen über Alex. Meist wissen ja die Leute ja so in den Gaststätten hier oder so. Oder ich muss nach oben hingehen. Ja, gib mir mal eine Übernachtung, danke. Na gut, die kann man nicht anquatschen. Aber wo ist denn die Omi? Oder die da. Ah, da. Oder die alte, frage ich mal hier. Moment, da ist er. Die Statue ist wo? Mal, noch mal, ich fahre mal auch mal hin, weiß sie jetzt, vielleicht hat sie jetzt mir noch. Okay, steht die draußen? Stand die hier drinne? Boah. Ich wüsste keinen anderen Anhaltspunkt. Ich gehe erstmal hoch. Vielleicht kann mir die helfen. Nee. Ah, ich geh mal rein, sonst muss ich hier rausgucken. Ich meine, oder war sie draußen, die Statue? Oder war, das da oben, wo ich Alistair getroffen habe? Warte mal, ich frag mal die Mutter hier. Nee, hier natürlich. Die Stadt wohl sein. Aber ich wüsste höchstens im Turm, der jetzt links ist. Oder die Stadt steht vor der Stadt. Jetzt keine anderen, weil als wir damals Jessica, ich sag mal, angetroffen haben und wo sie uns attackieren wollte, war sie ja vor einer Statue von Alistair. Wo er beziehungsweise drin war. Vielleicht ist das die gleiche Statue, die auch hier gemeint ist. Also an sich sehe ich ja keine einzige Statue, die hier rumflitzt. Ah, jetzt kommen irgendwelche. Kann ich nicht einfach fliehen oder so? Wäre das Einfachste. Frag mal, warte mal, jetzt müsste da eigentlich Öpperchen auch dabei sein. Nutzen. Klinglingling. Das wäre jetzt der einzige Anhaltspunkt, den ich wüsste, nochmal da reinzugehen. Weil halt eben die Statue da oben ist. Ah, jetzt gehen uns die Monster auf den Keks, ja, komm her. So, wir noch ein bisschen Gold und Erfahrungspunkte für One Night Monster. War das jetzt erst hier rein? Nein, ne? Nee. Ich weiß nicht mehr den Weg. Keine Ahnung, das ist so lange her. Das war der andere. Quali, Quali, Quali. Eine Doktorqualle. Ja, tschüss. Und hasta luego.